Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Wir stehen kurz vor der letzten Quest, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Eltariel-Quest ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob jetzt sofort die Quest startet, wenn ich auf Space drücke. Wir versuchen es mal. Ansonsten gucke ich mal, ob das jetzt tatsächlich die Eltariel-Quest ist. Ah, okay. Cool. Dann schauen wir mal auf die Mappe. In die Aufträge. Der helle Herrscher. Das ist die Eltariel-Quest. Sonst haben wir hier alles durch, außer hier Belagerungsaufträge, aber gut. Da haben wir auch nicht alle gefunden. Wir könnten natürlich noch nach Minas Morgul nochmal eben schnell zurückreisen. Das können wir auch noch machen. Das wäre mir, glaube ich, auch lieber. Weil hier sind ja noch ein paar Ringgeister. So. Es ist mir lieber. Es ist mir lieber, wenn wir die ganzen Butzen ja auch noch befreien. Dann haben wir auch noch ein bisschen was, was wir zeigen können. Und so fühle ich mich einfach wohler damit, statt eine unvollständige Karte zu hinterlassen. Okay. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Aha. Ah, gut, die sind eingesperrt. Gut. Dann würde ich sagen. Nein, das nicht. Der ist ein bisschen weit weg, aber wäre sinnvoll. Ist hier auch noch was? Nö, da ist sonst nichts mehr. Dann nehmen wir erstmal diesen hier Außenposten Tagumigor. Ogbo, der Wächter. Ist aber kein Ringgeist, aber ich glaube, dass die vielleicht dann tatsächlich die Außenposten mit beschützen. Das käme von der Anzahl einigermaßen hin. Wir schauen mal. Mal gucken, was hier so los ist. Ja, toll. Super. Toller Sprung. So. Das will ich auch nicht Lagerraub suchen. Nee, danke. Und hier oben ist schon die Außenposten-Quest. Indem du in schneller Folge Feinde aus den Schatten heraus tötest. Schneller Reihenfolge? Na, schnell kann ich nicht. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Ah ja, Luftschleichtötung. Im Schleichen getötet Feinde, okay. Luftschleichtötung, war das von oben herab oder... Das weiß ich gerade nicht. Mal gucken. Ja, es war draufspringen und dann Messer durch den Hals jagen. Ach so, ist auch noch zeitlich. Also auch noch auf Zeit, Alter. Ist ja unglaublich. Ich sehe gerade keinen. Ich sehe doch da. Zack. Nächsten hier. So, 3 von 5. Kommt 2. Wird doch wohl kein Problem sein, oder? Warum sollte sich ein Ork Zack. So. Okay. Was geht da draußen vor? Wieso sterben alle meine Männer? Warum also nicht doch meine... So, panische Angst vor Schleichangriffen. Das ist ein Träumchen. Kränklich, Bestienfutter, Fernkampf, Hinrichtung und Feuer. Da besser geht's ja fast kaum. Du hörst mal auf zu bimmeln. Luftkampf. Ja, jetzt fängt er erstmal die Fessung an zu bimmeln. Bestimmt. Wollen wir ihn flüchten lassen? Ich meine, dann hat er keine... Dann kann er nichts mehr.
Frieden! Entsetzt, ein Traum. Das ging schnell. Schwöre dem Hellfachscher die Treue. Ha! Meinen Willen brichst du nicht. Ach, nicht? Das ist natürlich etwas unglücklich. Dann soll er bis zum Tod kämpfen. Aber der ist ja mit Fliehen gerade beschäftigt. Oder? Hör auf, ein Wort zu boosten. Ich sehe fast gar nichts mehr, so leuchtet das hier. Noch ein Versuch? Ach was, egal, die liegt nach oben. Ich sehe nichts. Obwohl der Wächter wurde gereinigt. Na gut, das war's. Jawohl, haben wir das auch hingekriegt. Was soll das denn? Mit dem Kopf und ab dafür. So, dann war gleich weiter zur nächsten. Zum nächsten Außenposten soll es natürlich heißen. Dann machen wir eine kurze Schnellreise. Weil wir dann nicht den ganzen Weg laufen müssen. Gumizun. Locke Prag, der Beobachter, hervor, indem du seine Wilden tötest. Belohnung 1512 Erfahrungspunkte, nicht 15. Ja, gut. Ich werde dir zeigen, was das Wort wild bedeutet. Ja, gut. Okay. Vorsprungsschleichtötung. Ein bisschen schubrig, aber das macht nichts. Ich glaube, es gibt Regen, die Orks, die liegen tief heute. Zu betrunken, um zu kämpfen. Zu bekämpfen, um zu trunken. Die Eroberung war toll. Vorsprungtötung. Wie sollen wir denn hier Vorsprungtötung machen, wenn hier keiner irgendwo oben auf dem Dach rum... rumläuft. Doch da hinten. Boah, du bist plötzlich so unscharf. Ja, der gehört nicht mehr zum. Der gehört nicht mehr zum Gebiet hier. Schade. Na, gucken wir mal hier. Ist natürlich auch niemand. Da steht noch einer. Ich überlege gerade, wie wir die Vorsprungtötung bewerkstelligen sollen. Ah, da ist noch einer. Aber der ist auch nicht mehr im Zielgebiet. Wäre das denn schlimm? Ja, es wäre schlimm. Gut, alles klar. Ja. Ah, okay. Nein. Nein. Also, jetzt. Talion. Nein, den nicht. Den hier vorne möchte ich gerne. Hallo. Hast du das gehört? Ja, bitte, geht doch. Und tschüss. Sehr schön. Moment.
nicht wahr. Los, hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ich finde es, was auch immer es ist. Sehr schön. Wehe, ich komme wegen der ganzen Sucherei zu spät. Alles da. Hat man sie alle erledigt? Nun gehört ihre Stadt bald uns. Toll, jetzt bewegt er sich. Toll. Ja. Egal. Bilden. Okay. Was auch sein mag, ich finde es. Ja. Hätte ich etwas früher bemerken können und müssen, aber na gut. Okay, so mache ich das schon gerne. Jawohl, fragt der Beobachter, ist erschienen. Oh, ihr Wilden! Ich hatte euch so viel beizubringen! Ihr solltet genauso kultiviert werden, wie ich es bin! Gut. Jetzt habe ich aber völlig verpeilt, seine Statistik abzufragen. Auch können wir von hier aus leider nicht. Dafür sind wir noch zu weit weg. Dann werden wir etwas näher anrücken. So, jetzt aber. Prag. Anfällig für Schleichen, Bestienfutter, Hinrichtung, Feuer und Gift. Okay. Ich kann kaum erwarten, dir die Haut abzuziehen. Dann mal los! Cool. Dasselbe kann ich von dir auch behaupten. Lass das sein. Ach, Sprung. Oh Gott, glaube ich. Natürlich. Das ist natürlich doof. Einer auf die Fresse. Ich werde dein Blut trinken. Meinst du? Typisch. Spaß hast du? Und einsammeln. Rekrutieren natürlich. Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an. Ihr Menschen seid einfach zu wild. Schwach, Mist. Ah, warum haben die alle den einsamen Willen? Mann. Typisch. Ich hoffe, das wird weh. Auf. Du kannst mir nicht. Zu viele. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man hier irgendwo in den Dingern hier festhängt. Ja.
Mann, ich will nicht über den rüber. Junge, Junge, Alter! Was soll denn das? Da hoch! Hoch! Hoch, 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 hoch! Ja, so ist artig. Alter! Das ist manchmal dieser Talion. Typisch! Dieses Menschlein darf nicht entkommen! Er ist zwar gebrochen, aber wir können ihn immer noch nicht einsammeln. Leider geht das nicht. Oder so. Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, ein Juwel. Wollen wir gleich mal weiter gucken zum nächsten Außenposten. Wir werden natürlich auch noch versuchen, diese ganzen Ringgeister noch einzusammeln und den einen Nazgul. So. Oh. So, dieses ganze Geäst immer. So, Takumi Hur. Locke Gura Schreckensblick hervor, indem du seine Orlocks tötest. Oh, 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 Orlocks. Oh mein. Orlocks sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. Was ist das? Was ist das hier? Wieder irgend so was Verfluchtes wetten? Stimmt. Kann man das irgendwie reinigen? Wäre toll. Scheinbar nicht. Schade. Nee, geht ja nicht. Okay. Terrorisieren. Klingt schon mal sehr gut. Hm. Alle Menschen, die die Belagerung überleben, sollten in der Arena kämpfen. Sehr schön. Egal wen oder was ich finde, aufgeschnitten oder so oder so. Nicht bewegen! Genau. So, der nächste Urlaub. Nicht so Urlaub. Da hinten irgendwo. Nein, der verfolgt mich bestimmt nicht. Und tschüss. Bleib hier und sein Leuchtfeuer anzünden. Sein Leuchtfeuer anzünden. Brabbel, brabbel, brabbel. Schattenangriff, Tötung. Klappt das auch beim Orlok? Natürlich nicht. An.
Scheint nur nicht markiert zu werden. Okay. Wieder auf die nächste Bude hoch. Eigentlich so ganz lustig. Und Ura Schreckensblick ist erschienen. Du entziehst dich meinem Auge nicht. Ich finde dich schon noch. Mhm. Und töte dich. Unbeholfen, entflammbar, anfällig für Schleichen, kränklich, Bestienfutter ist ein Traum. Fernkampfangriffe, Hinrichtungen. Sehr schön. Da. Ciao. Ich will jetzt also alle die Jacke voll hier. Was macht ihr? Zwei? Sei nicht so lustig. Denkst du, ich sehe nicht, was du tust? Ich sehe Dinge, die du nicht erahnen kannst. Ja, ja, mein Auge durchbohrt Erde und Schatten. Und mein Pfeil durchbohrt Fleisch und Sehnen. Der nächste bitte. Rug der Wilde. Wir sind Schreihals. Hier müssen wir das Maul stopfen. Rug. Feuerfest. Okay, na gut, von mir aus. Der ist halt feuerfest. Einfrieren kann man trotzdem. Also hier ist mir ein bisschen zu viel los gerade, ne? Ich meine ja nur. Wir erholen uns davon, aber naja. So, erstmal müssen wir aus der Sichtweite. Mal sehen, ob wir den jetzt einsammeln können. Wäre schon ziemlich cool. Jetzt dienst du mir. Ja. Ich diene dem hellen Herrscher. Das ist artig. Für mich weiterkämpfen könnte man, aber... Ja. Ich glaube, den kriegen wir auch ganz gut alleine hin, den Schreihals. Ein weiteres Juwel eingesammelt. Aber sicher, Anführer! Erzünde einfach alles. Ja, sind die bekloppten Wilden. Feuer, das ist er. Das ist richtig. Ist.
zwei Köpfe. Jawohl, sehr schön, ein Traum. Jetzt brauchen wir noch ein irgendwo brauche ich jetzt mal so ein Uruk-Hirn. Ah, da kniet doch ein Eis. Ja, besser mit einem Traum. Ja, schon dabei. Kann man sich irgendwie säubern hier? Das qualmt ja so ganz scheußlich. Obwohl, wir haben die Feuerwehr. Gut, dann wollen wir mal zum nächsten. Zum nächsten und letzten, glaube ich, sogar hier. Und dann können wir uns irgendwie mal vielleicht an die Ringgeister ranmachen. Ich weiß noch nicht, wo die sitzen hier. Keine Ahnung. Oder ist das hier das? Ne, ist auch nur ein Außenposten. Tagumi Omak. In dem du Wellen von Feinden tötest. Okay. Machen wir eine Schnellreise. Zu dem Guckposten hier. So. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Ja, wie recht er doch hat. 15. Töte Feinde im Außenposten. Erreichen Trefferserie von 25. Na, bei den Mengen ist das, glaube ich, eher weniger ein Problem. Alarmierte Leichen? Wer weiß, kränklich. Hinrichtung Punkt vor Klargor. Fernkampf, Hinrichtung und Feuer. Das ist sehr schön. Ein Möhr. Ein Möhr treibt sich herum. Ein Möhr. Oh, schade. Immer auf der Hut. Nein, nicht der. Oh, nee. Dumm. Er will nicht reden. Er will dich zerreißen. Und ich will auf deine Leiche spucken. Warum? Ich hab dich im Visier. Ich möchte gerne da hoch. Hallo. Danke, Dalion. Vielen Dank. Ich will, dass du jeden Schuss spürst, Wurm. Gewaltläufer, ich kann den Grabwandler nicht abschütteln. Unsere Krieger sind stärker als du, Mann. So, jetzt wollen wir wieder zu ihm hin. Stirb, was du lieber was Neues!
Nee, geht grad nicht. So, auch den haben wir von oben bis unten geschrubbt. Jetzt ist er sauber und gereinigt. Und ein grünes Juwel. Sehr schön. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge... Das war's mit dem Hauptmann und seinem Außenposten. Jetzt sind die anderen dran. Ja. Genau, in der nächsten Folge versuchen wir mal die Nazgul und die Ringgeister hier zu dezimieren. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ich bin gespannt.